Hallo, heute stimmt einfach alles überein. Wir sitzen zu Hause, wollen süße Sachen, aber nicht rausgehen. Ja, und eine Mikrowelle ist zur Hand. Ich habe 5 Jahre lang darüber nachgedacht, sie zu entfernen. Ein großartiger Ort für den Kater ist das. Oder für etwas Nützlicheres. Aber während sie noch hier ist, machen wir einen Schokoladenkuchen ohne Backen in 5 Minuten. Los geht's! Zuerst muss man 110 Gramm Mehl in die Schüssel durchsieben. 110 ist 100 und ein halber Esslöffel. 40 Gramm Kakaopulver. Je fetter, desto besser. Such den Fettgehalt auf der Verpackung. Mindestens 20 Gramm. Danach 50-70 Gramm Zucker. Ich nehme nur 30, weil die Glasur ohnehin süß ist. Wenn ihr ohne Glasur esst, fügt den ganzen Zucker. 2 gestrichene Teelöffel Backpulver und diese sind alle trockenen Zutaten. Rühre sie um und füge 70 ml raffiniertes Pflanzenöl hinzu. 225 ml warmes Wasser, knetet mit einem Löffel oder Schneebesen. Dann muss man eine Form für die Mikrowelle finden. Wir haben einen Kunststoff wiederverwendbar. Hauptsache, die Form ist speziell für die Mikrowelle geeignet. Nicht alle von ihnen passen dazu. Den Boden mit Backpapier auslegen, die Wände mit Pflanzenöl schmieren und leicht mit Mehl bestreuen. Dies alles, um sicherzustellen, dass der Kuchen nicht an den Wänden haftet. Gieß den vorbereiteten Teig in die Form, öffne die Mikrowelle und back dort für 3 Minuten. Es hängt alles von der Leistung der Mikrowelle und vom Volumen der Form ab. Weitere Informationen in der Beschreibung. 3 Minuten sind vergangen. Stecht es mit einem Zahnstocher durch. Wenn es trocken ist, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, dann weitere 30 Sekunden backen. Verstanden, richtig? Lasst den Biskuit 5 Minuten in Form abkühlen, gleich um Tee zu machen. Und wenn Ihnen Ästhetik und Süße fehlen, bereiten wir auch die Glasur vor. Gießt 130 Gramm Puderzucker in eine Schüssel. Wenn ihr nur normalen Zucker und Blende habt, könnt ihr Puderzucker selbst herstellen. Kein Problem. Verwendet aber keinen reinen Zucker. Er knirscht auf den Zähnen. Dann 25 Gramm Kakaopulver, 2-3 Esslöffel Pflanzenöl, raffiniertes natürlich, geruchlos, eine kleine Prise Salz, wie immer, und schließlich 35 ml Wasser, kochendes Wasser. Wenn ihr einen Kontrast zwischen Biskuit und Glasur wünscht, ersetzt das Wasser durch Milch. Für Veganer Gemüsemilch. Sobald die Glasur gut vermischt ist, kehrt ihr zur Glasur zurück. Trennt die Kanten mit Messer, nur für den Fall. Dreht die Form um und schlagt gut von oben. Euer Dessert ist fertig. Es bleibt nur, die Glasur zu gießen und gleichmäßig zu verteilen. Dann in Stücke zu schneiden und zu servieren. Oder nicht in Stücke teilen. Nehmt eine Gabel und fresst euch voll, wenn ihr alleine zu Hause seid. Niemand sieht es sowieso, zumindest für jetzt. Dies ist kein typisches Rezept für uns. Ich verstehe. Was soll ich sagen? Welche Zeiten solche Rezepte? So, der Kuchen heißt Kellermus aufgrund seiner Textur und hohen Feuchtigkeit. Alles, bis bald.